In diesem Tutorial werden wir uns mit dem Bestimmen bzw. Aufstellen von ganzrationalen Funktionen mit Hilfe von Randbedingungen beschäftigen. Das sind die sogenannten Steckbriefaufgaben. Wegen der kleinen Überlänge werde ich dieses Thema in zwei Videos aufteilen. In diesem ersten Teil wird nur die Theorie besprochen, das bedeutet die einzelnen Randbedingungen geklärt und wie man an die Aufgabenstellung sozusagen rangehen kann. Im zweiten Teil, für diejenigen von euch, die ein bisschen mit der Theorie geübter sind, findet ihr die Beispielaufgaben. Die kann man dann zum Beispiel beim Bedarf immer wieder als Wiederholung anschauen. Die erste Frage, die ihr euch vielleicht stellt, ist, wie sehen denn überhaupt ganzrationale Funktionen aus? Die ersten, die ihr je kennengelernt habt im Unterricht, sind die ganzrationalen Funktionen zweiten Grades. Wir erinnern uns, ax² plus bx plus c. Das kann man natürlich erweitern. Wenn die höchste Potenz 3 ist, dann haben wir eine ganzrationale Funktion dritten Grades. Die sieht wie abgebildet aus. Natürlich sieht dann vierten Grades so aus und ihr könnt euch schon denken, wie fünften und sechsten und so weiter aussehen. Was brauchen wir denn, um so eine Funktionsgleichung aufzustellen? Naja, in erster Reihe brauchen wir Randbedingungen oder ein Schaubild. Das Aufstellen von Funktionen mit Hilfe eines Schaubildes werden wir in anderen Tutorials anschauen. Hier beziehen wir uns auf die Randbedingungen. Was sind die Randbedingungen? Na, ganz einfach, das sind besondere Punkte oder markante Punkte von dem Schaubilder. Zum Beispiel Hochpunkte, Tiefpunkte, Wendepunkte, Sattelpunkte. Aber natürlich dazu gehören auch noch die Schnittpunkte mit den Achsen oder allgemeine Punkte auf der Kurve. Zusätzlich kommen noch besondere Eigenschaften, die sich auf die Steigung oder auf die Symmetrie beziehen. Es gibt zwei Voraussetzungen, so eine Aufgabenstellung zu bewältigen. Das erste, man muss die Eigenschaften der Funktion kennen und sie natürlich auch mathematisch richtig interpretieren. Damit werden wir uns gleich sehr ausführlich beschäftigen. Zweitens, man muss in der Lage sein, ein lineares Gleichsystem zu lösen. Wenn ihr damit Probleme habt, in der gleichen Playlist findet ihr auch ein Tutorial über das Lösen von linearen Gleichsystemen. Jetzt eine kleine Übersicht über die wichtigsten Eigenschaften. Um so eine Aufgabe zu lösen, müsst ihr die Formulierung in der Aufgabenstellung zuerst verstehen und mathematisch richtig darstellen. Wir schauen uns jetzt die häufigsten Bedingungen an. Als erstes, f von x verläuft durch den Punkt 2-3. Mathematisch übersetzt heißt das nichts anderes als f von 2 ist gleich 3. Und natürlich ist das ein allgemeiner Punkt auf der Kurve. Dann, f von x hat einen Extrempunkt mit den Koordinaten 1-2. Also ein Extrempunkt ist in erster Reihe ein allgemeiner Punkt auf der Kurve, deshalb f von 1 ist gleich 2. Und wir erinnern uns, jeder Extrempunkt hat ebenfalls die Steigung 0. Die Steigung ist natürlich die erste Ableitung, deswegen f' von 1 ist gleich 0. Vergiss nicht, mit Extrempunkten sind natürlich die Hoch- und die Tiefpunkte gemeint. F von x berührt die x-Achse an der Stelle x gleich 5. In erster Reihe haben wir den Punkt f von 5 ist gleich 0, weil das auch eine Nullstelle ist. Zweitens kann man sich einen Berührpunkt mit der x-Achse auch vorstellen. Es kann entweder von oben oder von unten die x-Achse berühren. In beiden Fällen handelt es sich um einen Hoch- oder einen Tiefpunkt. Daher muss natürlich auch die Steigung an dieser Stelle 5 0 sein. Also, kurz gesagt, vergiss bitte nicht, ein Berührpunkt mit der x-Achse ist immer ein Extrempunkt. Dann, f von x hat einen Wendepunkt mit den Koordinaten 2-4. Naja, der Wendepunkt ist in erster Reihe wieder ein allgemeiner Punkt auf der Kurve, also f von 2 ist gleich 4. Zweitens, erinnern wir uns, Wendepunkte werden immer berechnet, indem man die zweite Ableitung gleich 0 setzt. Das bedeutet, weil wir hier schon einen Wendepunkt haben, muss die zweite Ableitung an der Stelle 2 0 sein. Dann, f von x hat im W 2-4 einen Sattelpunkt. Naja, der Sattelpunkt ist auch in erster Reihe ein allgemeiner Punkt auf der Kurve. Dann ist er ein Wendepunkt, deshalb muss auch die zweite Ableitung 0 sein. Und zusätzlich hat er noch die Steigung 0. Deshalb muss an dieser Stelle auch die Ableitung 0 sein. Kurz gesagt, Wendepunkte mit waagerechter Tangente sind natürlich Sattelpunkte. So, nicht verzweifeln, wir haben es gleich hinter uns. Als nächstes, f von x hat an der Stelle x gleich 2 die Steigung 5. Mathematisch übersetzt heißt das f' von 2 ist natürlich 5, also das ist dann die Steigung an dieser bestimmten Stelle. Dann, f von x hat im p 3-1 eine Tangente mit der Steigung minus 2. Als erstes der Punkt, f von 3 ist gleich 1
Und als nächstes die Steigung der Tangente. Also die erste Ableitung muss natürlich minus 2 sein. Also das ist ein Punkt mit gegebener Steigung. Dann die Wendetangente im W2-4 hat die Steigung 0,5. Eigentlich auch nichts Besonderes. Wir haben einmal den Punkt, f von 2 ist gleich 4. Wir haben die Tatsache, dass es ein Wendepunkt ist, also die zweite Ableitung muss 0 sein. Und dann die Steigung, f' von 2 ist 0,5. Also das wäre dann ein Wendepunkt mit gegebener Steigung. Ein bisschen komplexere Sachen treten dann auf, wenn zwei Funktionen in Verbindung gebracht werden, wie zum Beispiel hier. F von x und g von x berühren sich an der Stelle x gleich 1. Also, übersetzt heißt das, f von 1 ist gleich g von 1. Kurz gesagt, die zwei Funktionen haben an dieser Stelle die gleiche y-Koordinate. Wenn sie sich aber berühren, tritt noch eine andere Gemeinsamkeit, und zwar sie haben die gleiche Tangente in diesem Punkt. Gleiche Tangente bedeutet, die Steigung müsste natürlich auch gleich sein. Deshalb f' von 1 ist das gleiche wie g' von 1. Eine andere besondere Lage tritt dann auf, wenn f von x und g von x sich an einer Stelle senkrecht oder orthogonal schneiden. Also, in erster Reihe haben wir wieder einen allgemeinen Punkt, der auf beide Funktionen liegt. F von 1 muss gleich g von 1, also sie haben wieder die gleiche y-Koordinate. Zweitens muss eine sogenannte Orthogonalitätsbedingung erfüllt sein, und zwar das Produkt der Steigung an dieser Stelle muss minus 1 sein. Das bedeutet nichts anderes als die Tatsache, dass die Tangenten in diesem Punkt zueinander senkrecht sind. Zum Schluss noch zwei Besonderheiten. Wenn zum Beispiel eine Funktion symmetrisch zur y-Achse ist, also wir beziehen uns an dieser Stelle natürlich auf die ganzrationale Funktion, dann besitzt sie nur gerade Hochzahlen. Also beispielsweise eine ganzrationale Funktion vierten Grades würde dann nur noch wie folgt aussehen. Ihr merkt, die Terme mit der ungeraden Hochzahlen x hoch 3 und x hoch 1 wurden weggelassen. Ähnlich sieht es auch aus bei der Punktsymmetrie zum Koordinatenursprung. Da sind natürlich nur ungerade Hochzahlen vorhanden. Also eine ganzrationale Funktion dritten Grades würde dann nur wie folgt aussehen. Wie bereits am Anfang erwähnt, habe ich in diesem ersten Teil nur die trockene Theorie zusammengefasst. Im zweiten Teil, was ihr in der gleichen Playlist findet, gibt es dann die Beispielaufgaben.